möchte heute eine Interpretation unserer Selbstverteidigungsautomatismen versuchen, vornehmlich, warum die Zusammenschlüsse von Christen dabei so oft scheitern. Eine Gruppe von hochgebildeten, verantwortungsbewussten Akademikern ist zusammengetreten, um eine Strategie der Umgehensweisen mit den Ideologien in den Eurostaaten zu entwickeln. Alle sind von der Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens überzeugt. Aber dann entgleitet die Diskussion in eine Wirrnis von gegenseitigen Vorwürfen, Rechtfertigungen und unsachlichen Behauptungen. Ohne zu einer praktikablen Vorgehensweise vorgestoßen zu sein, gehen die Versammelten nach einem ins Unwesentliche abgleitenden Austausch auseinander. Das ist ein typisches Beispiel für eine sehr übliche Behinderung, wenn die Notwendigkeit eines überpersönlichen Zusammenschlusses verschiedener Gremien ansteht. Eine Fülle von Zersplitterungen ist die Folge, ohne eine wirksame Durchschlagskraft zu erreichen. Woran liegt das? Es hat sehr häufig seine Ursache darin, dass unbewusste Selbstverteidigungsautomatismen eine konstruktive Arbeit durchkreuzen. Diese Mechanismen entstammen dem Bereich der Selbstbehauptung und damit der Phase, in der das Ich im Kleinkindalter sich konstituierte. Diese ontogenetisch alte Phase, diese Personanteile pflegen nicht selten ohne Überlegung unangemessen vorzupreschen, wenn die Szene nun zu entgleiten droht. Das führt oft sogar bis zu kontraproduktiven Auseinandersetzungen, indem die unwichtigen Einzelheitkritisierenden, die lautesten, die meisten Redenden, die Szene auszufüllen beginnen, sodass auf diese Weise das gemeinsame Anliegen geradezu vereitelt wird. Dass bei solchen Bemühungen so selten konstruktive Fortschritte gemacht werden, liegt daran, dass die Ursachen für eine solche Behinderung sinnvoller gemeinsamer Aktivität, besonders von solchem mit einem überpersönlichen Sinn und Zweck, den Akteuren nicht bewusst sind. Dabei ließen sich durch Bewusstseinserhellung Probleme dieser Art abwenden. Das soll mit diesem Kurzreferat, mit einem Blick in die Kindheit und damit ins Ursachenfeld dieser unangemessenen Einschaltung eines unserer mächtigsten Lebensbeweger, dem Selbstbehauptungstrieb der einzelnen Akteure, nun geschehen. Dieser hat aber bei einer gemeinsamen überpersönlichen Aktion von doch nun Erwachsenen ja gar nichts mehr zu suchen. Um diesen Umtrieben auf die Schliche zu kommen, bedarf es zunächst einer Information über ihre Funktion im Entwicklungsverlauf des Individuums. Die Befähigung zur Selbstbehauptung des Menschen gehören zur Naturordnung. Zur Naturordnung im Dienst des Lebens und des Überlebens. Sie wird mit Hilfe von Hormonen und Botenstoffen bereits im Fötus, im ungeborenen Kind, vorbereitet. Nachdem das Kind sich auf die Beine gestellt hat, tritt dieser Mechanismus der Selbstverteidigung wirkungsvoll in Aktion. Mit diesem Reifeschritt öffnet sich nämlich das Zeitfenster zur Einübung dieser so lebenswichtigen Funktion. Das zeigt sich in den allgemeinen Beglückungen des Kindes, in seiner Freude an der Bewegung und hat ein Bemühen, sich durchzusetzen, dabei zum Ziel. Das Zeitfenster der 2- bis 5-Jährigkeit ist deshalb die Stunde des Ich, die Stunde unseres Ego. Und das heißt, in dieser Phase geschieht durch dessen Ausgestaltung eine Einprägung in das sich
konstituierende Gehirn. Ein mächtiger Schritt zu späterer Verselbstständigung wird hier durch das Einüben im weiten Feld der Kinderwelt anberaumt. Eine höhere Chance auf Bedrohung von außen mit dem Leben dann davonzukommen, wird auf diese Weise vorbereitet. Und zwar mit Hilfe eines immer gleichförmigen Gesetzes der Naturordnung in unbewussten Abläufen. Fühlt sich das hier nun einübende Ich bedrängt oder gar bedroht, versucht man dem Kleinkind zum Beispiel das Spielzeug wegzunehmen, mit dem es sich gerade intensiv beschäftigt hat und das es in den Händen hält. Oder erschreckt es ein Fremder durch unbedachtes, zu nahes Herantreten, so setzt sich der längst vorbereitete Abwehrmechanismus, der Selbstverteidigungsmechanismus, müsste man genau sagen, in Gang. Mit Hilfe des Lebenshelfers Angst geschieht ein Adrenalinstoß und versetzt das Kind in die Lage, sich automatisch zur Wehr zu setzen. Entweder durch Flucht, durch Schockstarre oder, und das ist bei gesunden Kleinkindern das häufigste Selbstverteidigungsmittel, durch Gegenangriff. Es schreit, es schlägt, es entreißt dem anderen, ihn womöglich beißend, das ihm entwendet der Eigentum. Das Teddy oder das Auto oder was es sonst sein möge. Das Kleinkind unterliegt auf diese Weise unweigerlich den biologischen Mechanismen zum Überleben. Damit erweist sich der kleine Mensch zunächst vorrangig als ein Egozentriker. Dominant wird eingeübt, ich muss leben, ich will überleben. Ich vor allem anderen, ich will mich damit auch durchsetzen, ich muss deshalb auch haben. Es drängt der Trieb deshalb, das Kind unweigerlich zur Selbstverteidigung. Bei Bedrohung, ja bereits bei vermuteter Gefahr, reagiert das Kind also mit der automatischen Möglichkeit zur Bewegungsverstärkung, um sein Ich zu erhalten. Und das bedeutet, sich nicht etwa kampflos dem Feind auszuliefern. Ein solcher Selbstschutz ist in jedem von uns vorgegeben. Und in dieser Kleinkindphase wird die Möglichkeit zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung durch Einüben in die darauf wartenden Hirnteile nun dort fest eingeprägt, geradezu vernietet, um dadurch jederzeit wieder verfügbar zu sein. Das Ich hat also eine biologische Wurzel. Seine individuelle Färbung in der Konstituierung und späteren Befähigung zur Selbstbehauptung erhält das Kind in dieser Phase nun durch seine verschiedenartigen Erlebnisse mit der Umwelt. Das führt zu einer großen Fülle der Ausprägungen in einem entsprechenden emotionalen Timbre. Jedes Kind, das in einer einigermaßen gesunden Familie aufwächst, erfährt durch die Kontaktweisen im Umgang mit den Personen seines Umfelds Ausprägungen, die seinem Charakter später in einer verschiedenartigen Weise, interessanter Weise, zu färben vermögen. Das 2- bis 5-jährige Kind, das dominant jetzt auf die Ausgestaltung seiner Selbstbehauptung bedacht ist, kennt noch kein altruistisches Verhalten. Geschwister können ihm deshalb in dieser Phase geradezu lästig und wenig willkommen sein. Je vitaler das Kind ist, umso schneller empfindet es das Geschwister als einen nun keineswegs gleich brauchbaren Konkurrenten. Schließlich verlangt der Selbstbehauptungstrieb roh nach dem absoluten Spielraum, dem alleinigen Herrschen über das Terrain. Jedes gesunde Kind möchte die stärkste, die bestimmende, die alleinige Position im Kral haben, besonders die kleinen Buben. Ja, es möchte dieses Terrain allein besetzt halten. Das entspricht dem rohen Naturtrieb, unter dessen Regiment
das Kind in diesem Alter eben noch steht. Dadurch entstehen nun vielerlei abweisende Kämpfe und Streitereien von Kleinkindern, vor allen Dingen mit seinen Geschwistern. Aber wenn die nicht vorhanden sind, wie heute jetzt oft, dann auch bei entsprechender Vitalität mit den Erwachsenen. Dem Nächsten vor allen Dingen. Meistens ist es die Mama, die dann entsetzt meint, hier sei der böse Geist der angeheirateten Familie im Ansprießen. Aber das ist nicht wahr. Es ist das Ich in jedem von uns. Fast jedes Kind erlebt in dieser Phase nun allerdings unweigerlich, dass sein Bestreben nach Alleinherrschaft und Alleinbesitz des Terrains nicht gelingt, weil die Erzieher und das Leben diesem rohen Wuchern seiner Natur Grenzen setzen. Aber damit ist der Wille, sich durchzusetzen, lediglich eingedämmt. Besonders die mittleren Kinder unter den Geschwistern, die sogenannten Sandwiches, entwickeln dann sogar nicht selten das Gefühl eines Mangels, eines zu klein gemacht Seins. Das kann in gefährlicher Weise ein Gefühl des Unzureichendseins, des nun aufkeimenden, unzureichenden Selbstwertgefühls zur Folge haben. Das sehen wir Psychologen gar nicht so gerne. Das kann sich dann zum Beispiel einstellen, wenn durch das Verhalten der Eltern oder auch der Großeltern bedingt ein stärkeres oder schöneres oder erfolgreicheres Geschwister Rang höher zu sein scheint und diese Stellung zu halten. Die Einstellung der erziehenden Erwachsenen zu dem einzelnen Kind sind deshalb bei diesen Entwicklungen von tief entscheidender Bedeutung. Vom Ich des Kindes geht, wenn es von Geschwistern umgeben ist, dennoch weiterhin der unbewusste Impuls aus, im Familienverband doch bitte, bitte, der Stärkste, der Wichtigste, der am meisten Anerkannte, in Wirklichkeit der am allermeisten Geliebteste zu sein. Und wenn das mit zunehmender Hoffnungslosigkeit nicht der Fall ist, das gibt es ja auch leider bei unseren Kindern, wird auch das bereits in dieser Phase als Bedrohung erlebt und mit Feindschaft. Und das heißt mit Selbstverteidigung gegen die Favoriten und deren Verursacher beantwortet, wenn es vital genug ist. So kann dann das schwarze Schaf in der Familie entstehen, das mit endlosem Stören täglich den Familienfrieden einschränkt. Das kann manchmal später eine geringere Belastung im Leben, im Erwachsenenleben zur Folge haben. Keineswegs aber immer. Denn auch das entspricht den Ergebnissen der Geschwisterforschung. Nicht etwa das bevorzugte Kind ist dann im Erwachsenenalter nun unausweichlich auch das Erfolgreichere, sondern, und das ist für mich immer wieder erstaunlich gewesen in meiner Arbeit, sind es häufig gerade die Kinder mit einem Defizit an Anerkennung. Gerade das Gefühl des Mangels an Wert, der Unsicherheit darin, kann eine besondere Schubkraft an Lebenskraft jetzt produzieren. Das entspricht offenbar ebenfalls dem Naturgesetz in ihm. Denn das schmerzhafte Erleben in der Prägungsphase, etwa im Schatten eines Bruders, immer zu stehen, hat zu der Motivation geführt, sich nun nicht weniger, sondern immer mehr anzustrengen, um auf diese Weise die als unwert erlebte Persönlichkeit, die noch nicht entfaltete, unzureichende Person in sich zu durchbrechen. Es wird so offenbar
mit einem Kraftzuschuss versehen, um dem Mangelzustand auf diese Weise zu begegnen. Was mich nicht umwirft, macht mich stärker, sagt der Volksmund dazu. Diese Erklärung einer besonderen Leistungsbereitschaft von später hervorragenden Leistungsträgern beantwortet aber gleichzeitig auch die Frage, warum zum Beispiel notwendiger Zusammenschluss auf überpersönlichem Terrain im Erwachsenenalter und unter Erwachsenen dann so selten gelingt. Die Position eines Vereinsvorsitzenden zum Beispiel oder eines nun auch schon in der Karriere hoch vorangekommenen Vorstandsmitgliedes hat ihre Ursache häufig in einer solchen Vorgeschichte. Die Energie für die Karriere, für das Erstreben einer Vorrangposition entsprang einer durch das seelische Mangelgefühl angeheizten Triebkraft zur Selbstbehauptung aus der Konstituierungsphase des Ich in der Kindheit in diesen Personen, die als Leistungsträger in unserer Gesellschaft nun schon eine erhebliche Position errungen haben. Aber nun das Erschreckende. Gerade bei dieser Konstellation ist das Reaktionsmuster auf Bedrohung durch Konkurrenz immer noch sprungbereit und automatisch, meist völlig unbewusst, aktivierbar. Unverzüglich erfolgt eine emotional getönte Reaktion auf das scheinbare Auftreten eines Konkurrenten. Das ist aber im Hinblick auf ein überpersönliches Anliegen gänzlich unangebracht. Tritt ein offenbar stärkerer, geschickterer, begabterer nun in Erscheinung, so bricht das einstige Gefühl von Bedrohtheit durch. Damit ist dann erst einmal die Unterscheidung des Wesentlichen vom Unwesentlichen, des Angemessenen vom Unangemessenen, des Konstruktiven vom Behindernden in dieser Situation unversehens wie ausgeschaltet. Ein solcher Parlamentarier, um zum Beispiel ein solch kleines Beispiel sich vorzustellen, der wie alle geschworen hat, den Dienst am Allgemeinwohl in die erste Stelle seiner Tätigkeit zu stellen, bringt etwa in einem Ausschuss mit ungeschützter emotionaler Bissigkeit seine Gegnerschaft gegen einen Konkurrenten unsachlich zum Ausdruck. Das heißt, der Abgeordnete, der einer solchen Gefühlslage aufsitzt, wird, ohne dass ihm das bewusst ist, mit einem plötzlichen Automatismus von einer Infantilität ohnegleichen beherrscht. Er reagiert wie jedes Tier auf Lebensbedrohung mit einem Verteidigungsangriff, obgleich das der Situation überhaupt nicht entspricht. Das Ich verteidigt dann seine Ansicht wie den Besitz eines Teddys gegen das Geschwister. Diese unbewussten Automatismen sind es, die grundsätzlichen Zusammenschluss zu einer oft scheiternden Angelegenheit werden lassen. Die Unangemessenheit des Verhaltens richtet dann, besonders durch ungefilterte Spontanität, mehr Schaden an als Nutzen. Das führt zu dem Schluss, wer sich berufen und begabt fühlt, verantwortungsbewusst bei gesellschaftlichen Problemen überpersönlicher Art selbstlos mitzuwirken, sollte versuchen, solchen unbewussten Motiven aus der Schublade der Abwehrmechanismen seines Ich selbstkritisch auf die Spur zu kommen. Das muss nicht unbedingt Resignation hervorrufen. Wer sich einer solchen Selbstanalyse unterzieht, wird nicht selten sogar einmal lächelnd zu dem Schluss kommen können, dass sich gerade aus dem Defizit an Anerkennung in der Kindheit ein besonderes Energiepotenzial gebildet und bei seiner Lebens- und Berufsentfaltung erfolgssteigernd mitgewirkt hat. Allerdings ist mit dieser Selbsterkenntnis noch nicht der Schritt zur Besserung getan.
Denn der Urautomatismus ist seit seiner Kindheit im Hirn enorm festgeschrieben und von dort jederzeit abrufbar. Es war getan, kaum eh gedacht, ruft uns der große Goethe in solchen Zusammenhängen zu. Aber die dann immer wieder erlittenen Rückschläge müssen gemeinsam ins Visier genommen werden. Erfolgreiches Handeln in gemeinsamer Aktivität bei einer überpersönlichen Aufgabe bedarf der Ausreifung, und zwar durch souveräne Erkenntnis einer allgemeinen Schwäche, durch eine von Vernunft gesteuerte, einander vergebende Liebe füreinander. Es ist konstruktiv, solchen kreatürlichen, infantilen Schwächen mit wohlwollendem, gegenseitigem Verstehen zu beantworten. Dann ist nämlich auch möglich, sich in lächelnder Demut nach einem unbedachten Vorpreschen dieser Art gegenseitig zu verzeihen. Ein solches Verhalten muss also auch beim Konkurrenten angewendet und ihm bei ihm und bei sich selbst als gegeben vorausgesetzt werden. So kann eher eine Ausweitung zu infantilen Racheimpulsen vermieden werden, die sonst das Feld zu beherrschen beginnen. Das Erkennen einer gemeinsamen, allgemein üblichen Schwäche kann zu mehr Toleranz verhelfen und damit zur Realisierung der Anliegen. Handelt es sich aber um den Versuch eines Zusammenschlusses von Christen gar, also um Menschen, die um Einschränkung ihres Ego bemüht sind, so darf es bei ihren Zusammenschlüssen, besonders vor diesen, einer gezielten, vorbeugenden Besinnung. Durch das bewusstmachende, gemeinsame Gebet zuvor kann Hilfe durch den Heiligen Geist erfahren werden. Reuevolle, reflektierende, selbstkritische Einübungen dieser Art durch Lernen, sogar auch am Misserfolg, durch die Großzügigkeit auch die eigenen Misserfolge, die eigenen Schwächen lächelnd, souverän anzunehmen und damit mehr Toleranz dem Konkurrenten gegenüber zu entwickeln. Solche Haltungen haben die Möglichkeit, die prekären Situationen schließlich immer erfolgreicher auszuschalten. Das wünsche ich mir in der Zukunft als Bewusstseinssteigerung aller Menschen, die den Versuch machen, uns zu helfen, zu einer menschlichen Zukunft voranzuschreiten.